als die Corona-Pandemie ausbrach, waren wir eigentlich voller Vorfreude auf die Saison. Wir haben fleißig trainiert in der Tennishalle in Mackenbach und waren dann gewissermaßen ein bisschen geschockt, als es hieß, wir dürfen nicht mehr trainieren, die Medenrunde ist auf Eis gelegt, Turniere werden momentan nicht gespielt, da weiß man auch nicht genau, wie es im Sommer weitergeht. Und glücklicherweise hat es uns im Tennissport nicht ganz so schlimm getroffen wie im Fußball. Da droht ja der Saisonabbruch. Beim Tennis haben wir ja Glück, dass es über die Sommermonate geht. Und da könnten wir noch die Möglichkeit haben, dass wir vielleicht im Juni, Juli die Möglichkeit haben, unsere Medenrunde zwar in modifizierter Form, aber trotzdem zu spielen, was uns sehr freuen würde. Ein größeres Problem war die Frühjahrsinstandsetzung. Die mussten wir unterbrechen, aufgrund dessen, da wir keine Versammlungen am Platz von Mitgliedern machen durften, konnten wir nicht wirklich viel arbeiten, kamen im Schneckentempo voran. Und da hatten wir Glück, dass der Bürgermeister Ralf Heschler uns die Erlaubnis erteilt hat, war ca. Mitte April, dass wir weiterarbeiten können in größeren Gruppen, zu 6, zu 8, aber unter Einhaltung der Abstände und der Hygienevorschriften. Also aufgrund des Coronavirus war unsere Arbeit im Frühjahr natürlich eingeschränkt. Wir konnten nicht mit so vielen Leuten arbeiten wie normal, kamen dementsprechend auch viel langsamer voran. Glücklicherweise, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gab uns der Bürgermeister die Erlaubnis, in größeren Gruppen zu arbeiten. Natürlich haben wir alles beachtet, was maßgebend war. Und dadurch konnten wir unser Tempo erhöhen. Dieses Jahr war es ein bisschen speziell. Wir hatten über den Winter viele Stürme. Und da unsere Anlage ja vom Wald umgeben ist, lag dementsprechend viel Dreck von den Bäumen, Äste, Blätter und so weiter auf den Plätzen. Bei einem Sturm hat sogar einen Baum gekostet, der uns den Zaun kaputt geschlagen hat. Das haben wir mittlerweile reparieren können. Und ich möchte nochmal ausdrücklich die ganzen Mitglieder loben und mich bei ihnen bedanken, dass sie geholfen haben. Vor allem dieses Jahr, ganz großes Lob, sehr viele junge Mitglieder, die es ermöglicht haben, die älteren Mitglieder, die normal sehr viel helfen in der Instandsetzung auf dem Platz und um den Platz, um die etwas zu entlasten, da sie aufgrund ihres Alters ja zur Risikogruppe gehören. Und so konnten wir gemeinsam gute Arbeit verrichten. Also der Tennissport ist ja eigentlich ideal in der jetzigen Zeit bei Corona. Im Gegensatz zu Fußball haben wir keinen Körperkontakt. In der Regel einzig das Shake Hands nach dem Spiel. Aber das ist jetzt untersagt, logischerweise. Und wir agieren eigentlich immer mit einem gewissen Abstand. Also wir kommen im Normalfall nie 1,50 Meter oder näher zu unserem Gegner. Deswegen haben wir das Glück mit dem Tennissport, dass wir in der jetzigen Zeit das auch ausüben dürfen. Natürlich dürfen wir nur zu zweit spielen. Das bedeutet nur Einzel erlaubt. Die älteren Herren bei uns im Verein, auch die Damen, die spielen sehr gern Doppel. Ist momentan nicht möglich, deswegen müssen sie sich jetzt mit dem Einzel begnügen. Auch der Trainingsbetrieb, der bei uns normal in Dreier- oder Vierergruppen bei den Kindern erfolgt, müssen wir jetzt ein bisschen umstrukturieren. Wir Trainer haben einen gewissen Mehraufwand, da wir ja mehr Stunden abhalten müssen. Und da müssen wir ein bisschen kreativ sein, die Gruppen ein bisschen, beziehungsweise die Einzelstunden ein bisschen schieben und auf mehrere Schultern verteilen, solange das Einzeltraining nur erlaubt ist. Wenn wir später wieder die Normalität erreichen, dürfen alles spielen, sind wir natürlich froh. Aber ich denke, dass dieser Zustand jetzt noch eine gewisse Zeit anhalten wird, sodass wir uns damit einfach beschäftigen müssen und auch arrangieren müssen, damit wir das bestmöglich gestalten können. Natürlich, der Kontakt fehlt. Der Kontakt mit den Kindern, mit den Mitgliedern aus dem Verein. Aber im Trainerteam sind wir halt per Telefon vernetzt, über WhatsApp oder auch im Videocall, über FaceTime oder über andere Plattformen. So haben wir die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und auch das Training und den Trainingsbetrieb zu planen. Was mir aber momentan Dorn im Auge ist, muss ich auch mit unserem Vereinsvorstand Werner Niklas noch intensiv besprechen, ist unser Jugendturnier, das wir jetzt schon seit 15 Jahren auf unserer Anlage veranstalten. Und wir haben jährlich zwischen 60 und 100 Teilnehmer. Die kommen mit Anhang auf die Anlage, haben Eltern, Großeltern dabei im Normalfall. Da wird es schwierig, das umzusetzen, dass es möglich ist, die Gesundheit
die im Fokus stehen soll, zu bewahren. Deswegen sind wir auch am Überlegen, ob wir das Turnier dieses Jahr überhaupt stattfinden lassen können. Es ist geplant für die erste Woche oder zweite Woche der Sommerferien und da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft und können dann kurzfristig reagieren. Und ich denke, die Leute, die Spieler und Spielerinnen, die da teilnehmen, haben auch Verständnis, wenn wir es nicht durchführen können. Um die momentane Situation zu überstehen, hoffe ich auf das Verständnis der Mitglieder unserer Tennisabteilung. Es kann jetzt mal passieren, dass vielleicht die Plätze belegt sind. Im Normalfall wäre da jetzt was frei für mich, aber Jugendtraining geht jetzt mal vor. Und dann komme ich vielleicht in einer Stunde nochmal oder in einer Dreiviertelstunde und probiere es dann nochmal, vielleicht ist dann der Platz frei und dann kann ich selbst spielen. Ich denke auch, dass unsere Mitglieder so strukturiert sind, dass sie das akzeptieren werden, dass wir das Miteinander gut überstehen werden. Und natürlich ist jede Hilfe von jedem Mitglied gerne gesehen, sei es im Trainingsbetrieb, sei es bei der Pflege der Anlage. Und wir sind im Endeffekt ja eine große Familie im Verein und in der Abteilung und hoffen, dass wir diese Corona-Krise möglichst schnell und schadlos überstehen. Deswegen wünsche ich allen in der Abteilung, im Verein oder generell der ganzen Region möglichst viel Gesundheit und einen starken Willen und die Zeiten werden wieder normal. Hoffentlich möglichst bald.